Heute gibt es meine Neuzugänge und meinen Lesemonat Juni 2022. Ich bin ein bisschen später dran, aber für meine Verhältnisse kommt dieses Video geradezu überpünktlich. Das finde ich natürlich ganz gut. Jetzt bin ich wieder up to date, was die Lesemonate angeht. Und jetzt gibt es auch wieder Neuzugänge, denn im Juni waren es einige. Ich habe einige E-Books gekauft und auch ein paar Printbücher. Ich zeige euch zuerst die Neuzugänge und sage euch dann ein bisschen mehr über die Bücher, die ich gelesen habe. Wie immer gibt es hier keine Spoiler, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Und ich habe einige Neuzugänge und weniger Bücher, die ich gelesen habe, deswegen diese Reihenfolge. Und ja, das ist eigentlich schon die Vorrede. Los geht's mit den E-Books. Ich habe nämlich im Juni, Ende Juni, einen ganzen Schwall E-Books gekauft, weil ich über ebook.de immer günstiger E-Books bekomme. Ich lese eigentlich ganz gerne E-Books, aber ich gebe ungern mehr als 5 Euro dafür aus, wenn ich nicht weiß, was das für Bücher sind. Wenn es jetzt wirklich Highlights sind, wäre es was anderes. Aber ich kaufe meistens E-Books für 5 Euro oder weniger. Und es gibt eben bei ebook.de, also eigentlich bei allen Anbietern, ebook.de ist halt der Anbieter von Hugendubel, gibt es eben immer Rabattaktionen und so weiter. Ich verlinke euch die Seite gerne in der Infobox, dann könnt ihr da auch mal vorbeigucken. Jeden Monat gibt es eben E-Books, die reduziert sind für diesen speziellen Monat nur. Und die kosten dann meistens 3,99 oder 4,99 und ich schlage da immer zu. Und das habe ich eben auch im Juni getan und ich blende euch die E-Books hier ein und sage euch kurz, worum es da geht. Und dann zeige ich euch die Printbücher danach. Das erste Buch heißt Vier Frauen. Ich bin mir hier nicht sicher, ob der Titel nur Vier Frauen heißt, weil das ist ja der großgeschriebene Titel. Ich nenne das Buch jetzt einfach Vier Frauen, auch wenn der Titel furchtbar ist und das Cover auch gar nicht meins, finde ich die Prämisse richtig interessant. Und zwar geht es hier um eine Hochzeit, eine Wellness-Spa-luxuriöse Hochzeit in Kalifornien und am nächsten Morgen ist ein Mann tot. Und die Polizei ermittelt eben und es gibt 4 verdächtige Frauen, die alle sagen, sie haben den Mord begangen. Das kann aber gar nicht sein, es kann nur eine davon gewesen sein. Und ich finde es irgendwie so interessant, dass man hier 4 Verdächtige hat, die alle den Mord gestehen, unabhängig voneinander, die alle gesagt haben, nein, ich war das alleine. Und es kann aber eigentlich nicht sein, es kann nur eine von denen gewesen sein. Ich finde, das ist so ein Konzept, das super spannend ist. Und da bin ich sehr gespannt, das habe ich mir dann eben als E-Book als erstes geholt. Also eigentlich habe ich die alle in einem Schwung geholt, aber das war eben so das Erste, was mir aufgefallen ist. Dann We Just Clicked. Das ist ein englisches E-Book von Anna Bell. Ich habe von Anna Bell vor Ewigkeiten auf Deutsch schon was gelesen, aber noch nie auf Englisch. Und hier finde ich die Prämisse interessant, weil es um Social Media geht. Das ist etwas, was ich sehr wenig lese, aber wenn es gut gemacht ist und es ein bisschen Diskurs auch in dem Buch geht, dann finde ich das interessant. Und zwar geht es hier um eine Influencerin, also jemanden, der gerne auf Instagram groß und bekannt und berühmt wäre quasi. Und die tut sich dann mit einem anderen Instagrammer zusammen. Und sie kann ihn überhaupt nicht leiden, der ist total fake. Aber die beiden tun eben so, als wären sie in einer Beziehung, eben Fake Dating sozusagen. Und ja, das geht natürlich nicht so besonders gut aus, weil er eben einfach, es geht nur um die Klicks, es geht nur um die Fotos und im echten Leben sieht es alles ganz anders aus. Und dann verliebt sie sich in jemanden, der gar kein Instagram hat und der mit Social Media grundsätzlich gar nichts zu tun hat. Und dann wird es richtig turbulent. Und ich finde es super spannend. Ich mag diese Instagram-Thematik. Aber eben nur, wenn es nicht nur locker leicht ist, sondern wenn auch ein bisschen was darüber gesagt wird. Also wenn ein bisschen Diskurs mit drin ist, dann finde ich das spannend. Mal gucken, was die Autorin daraus gemacht hat. Ich erwarte allerdings nicht so viel. Ich denke, es ist einfach locker leicht, so ein bisschen Liebesgeschichte, so ein bisschen Instagram-Thematik. Mal gucken. Hat mich jetzt nicht besonders viel gekostet. Die englischen E-Books sind meistens noch günstiger als die deutschen. Deswegen, ja, mal gucken, ne? Was soll schon passieren? Der schlimmste Fall ist in Anführungsstrichen, dass ich es abbreche. Das wäre jetzt auch nicht so schlimm. Dann haben wir Swipe, Meet, Repeat. Der Titel ist furchtbar, das Cover ist furchtbar, aber die Thematik ist ja voll meins, weil ich diese ganze Dating-Thematik sehr spannend finde, wie Dating heutzutage funktioniert und ja, den ganzen Diskurs da drumherum eben. Und hier geht es um Yvonne, also die Autorin, schreibt hier über ihr eigenes Leben sozusagen. Und sie ist 30 und schreibt eben einfach, wie es ist, mit 30 neu anzufangen, neu zu daten, mit dem ganzen Tinder-Wahn und so weiter. Und ich finde es eine sehr spannende Thematik. Ich habe selber Leute, die in dieser Thematik drin sind. Ich bin ja nicht in der Thematik drin, aber ich finde es immer sehr spannend, sowas zu lesen. Und ja, mal gucken. Ich erwarte auch hier nicht so viel, einfach weil es ja ein Bericht quasi über das Datingleben der Autorin ist. Ich hatte damals Tinder-Stories gelesen, das mochte ich. Ich fand es nicht genial, aber ich fand es einfach interessant vom Konzept. Und das hier scheint mir so in die gleiche Richtung zu gehen. Und das ist eben voll mein Fall, weil ich einfach diese Tinder-Faszination interessant finde, weil ich das Dating in der heutigen Zeit, in diesem Fall Dating mit 30,
das ganze Thema interessiert mich einfach total. Und deswegen mal gucken, was das kann. Hat mich ebenfalls nicht so viel gekostet. Und ja, als E-Book, finde ich, kann man das mal machen. Dann geht es um Cinderella ist tot. Das Cover, erst fand ich es richtig hässlich, jetzt finde ich es inzwischen ganz cool. Das ist ein Buch, was im Englischsprachigen total gehypt war und jetzt eben in Deutschland rausgekommen ist. Und hier geht es um, wie heißt sie? Ich glaube, Sophie. Jetzt muss ich nochmal nachgucken, wie sie heißt. Ja, Sophia, genau. Hier geht es um Sophia und sie lebt in dem Königreich, wo Cinderellas Geschichte passiert ist, 200 Jahre zuvor. Und jetzt ist es eben so, dass dieser Cinderella-Ball jedes Jahr abgehalten wird und die Frauen dort gezwungen werden, sich einen Mann zu suchen und sich zu verheiraten. Und das ist eben alles, worum es geht. Und Sophia will aber gar keinen Mann. Die will nicht zwangsverheiratet werden, sie will nicht unterdrückt werden wie all die anderen Frauen dort. Und sie flüchtet dann eben in den Wald und trifft dort auf jemand Besonderen. Ich glaube, das ist irgendwie wahrscheinlich sowas Ähnliches wie die Fee im Märchen oder so. Und lernt dann eben, was es heißt, eigene Stärke zu entwickeln und für sich selbst einzustehen. Und das finde ich eigentlich interessant, weil ich finde Geschichten, die nach dem Märchen ansetzen, super interessant. Ich habe sehr viel Gemischtes gehört. Also meine Erwartungshaltungen sind eher niedrig, weil es im Englischsprachigen zwar viel gelesen, aber nicht unbedingt viel gemocht wurde. Also viele Leute haben sehr zweifelhafte Sachen darüber gesagt. Und das ist bei mir immer so ein bisschen Alarmglocke. Da bin ich immer so ein bisschen so. Aber ich habe es als E-Book gekauft. Es war nicht so teuer. Und ich gucke einfach mal, was es ist. Ne, dieses ganze Frauen-Unabhängigkeitsding und so kann richtig cool sein. Ich habe Bücher darüber gelesen, auch im Märchensetting, die echt gut waren. Und es kann aber auch too much sein. Ne? Also das kommt ein bisschen drauf an, wie eben mit diesem Konzept umgegangen wird, wie damit gespielt wird, wie die Figuren gemacht sind. Aber grundsätzlich von der Idee, 200 Jahre nach der Cinderella-Story ein Land zu haben, was davon so geprägt ist, dass die Frauen eben alle zwangsverheiratet werden auf diesem Ball, dass quasi die einzige Aufgabe der Frauen ist, auf diesem Ball einen Mann zu finden. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ja, mal gucken, was das kann. Meine Erwartungen sind eher niedrig, weil ich eben so viel Gemischtes gehört habe. Aber wer weiß, vielleicht haut es mich ja um. Wäre natürlich nicht schlecht. Ist, soweit ich weiß, auch ein Einzelband. Und das finde ich immer sehr erfrischend. Dann Heartbreak Boys. Ich finde irgendwie das Cover so cool, weil es so Comic-Vibes hat. Und die Prämisse klingt auch richtig gut. Hier geht es um Jack und Noah, glaube ich, heißen die. Die beide sich mega auf den Prom freuen. Also auf den großen Abschlussball ihrer Schule. Und die sind beide in einer Beziehung. Und stellen dann aber auf dem Ball fest, dass die beiden Partner miteinander was haben. Und ja, dann sind die plötzlich Single, völlig einsam und, naja, ein bisschen gedemütigt, weil nämlich das frisch Vermählte, was heißt vermählt, das frische Paar auch auf Instagram ihre Beziehung so zelebriert. Und die beiden beschließen dann, sich zusammenzutun und unter dem Hashtag HeartbreakBoys eben den Instagram-Gegenangriff zu starten. Und das führt zu ganz vielen lustigen Situationen. Und ich nehme an, auch zu einer Liebesgeschichte zwischen den beiden, obwohl das im Klappentext nicht gesagt wird. Also mal gucken. Aber ich gehe davon aus, dass es auch eine Liebesgeschichte ist. Und es klingt einfach lustig, es klingt locker leicht, es klingt cool. Wieder ist es diese Instagram-Thematik, die ich so cool finde. Und mal gucken, was das kann. Habe ich bisher noch nicht viel drüber gehört. Ich habe es aber in der Vorschau schon gesehen und mich jetzt gefreut, dass ich es als günstiger als E-Book bekommen konnte. Dann ein Buch, das eigentlich nicht so mein Genre ist, was ich aber ausprobieren möchte, ist The Way I Break von Nina Trimbani. Der hat so einen ganz komischen Nachnamen, ist hier eingeblendet. Und von der habe ich schon Cards of Love gelesen und sehr gemocht. Und das hier ist eben ihr New-Adult-Buch. Ich glaube, das ist ein Einzelband, bin mir aber nicht ganz sicher. Und hier geht es um eine Starköchin, die so ein bisschen aus der Großstadt fliehen muss, weil ihr einfach alles zu viel wird. Und sie flieht dann zu ihrer Mutter, die in einer Kleinstadt wohnt und eben dort Köchin ist und fängt dort als Kellnerin an. Und dann lernt sie den Restaurantbesitzer dieses Restaurants kennen, der ihr super auf die Nerven geht. Und ihre Mutter beschließt dann aber, hey, der will unbedingt kochen lernen, warum gibst du ihm nicht Kochnachhilfe? Ja, und daraus entsteht dann eben diese Liebesgeschichte. Sie muss ein bisschen zu sich selber finden, sie muss rausfinden, was ihre Mutter an dem Ort so besonders findet, wo sie hingezogen ist. Und sie verliebt sich dann wahrscheinlich, nehme ich jetzt an, in diesen Restaurantbesitzer, weil sie ihm Kochnachhilfe gibt. Und ich finde, es klingt super süß. Der einzige Grund, warum ich es wirklich haben will, ist eben die Autorin, weil ich von ihr schon was gelesen habe und jetzt denke, ich möchte mehr von der Autorin lesen und bin sehr gespannt, was es kann. Ich weiß nicht, ob der Klappentext mich bei anderen Autoren angesprochen hätte. Ich finde aber grundsätzlich dieses ganze Kochthema sehr interessant. Und mal gucken, was das für ein locker leichtes Buch ist. Ich erwarte einfach eine fluffige Liebesgeschichte mit dieser Kochthematik. Vielleicht so ein bisschen appetitanregend oder so. Mehr erwarte ich auch gar nicht, aber Nina Trombani, ich kann den Namen immer nicht aussprechen. Ich sage jetzt mal Nena, als würden wir uns kennen. Die kann auf jeden Fall schreiben. Na, die kann was und deswegen habe ich hier eigentlich Hoffnung rein in dieses Buch, dass es gut wird. Mal gucken.
Und das letzte E-Book auf meiner Liste ist Die Hexen von Woodwill Band 1, Rabenzauber. Irgendwie liebe ich dieses Cover. Und der Titel sagt es ja schon, es geht um Hexen, ebenfalls voll meine Thematik. Und hier geht es um Faye, die das Tagebuch ihrer Mutter findet und dann eben dadurch entdeckt, dass ihre Mutter eine Hexe war und diese Kräfte an sie übertragen hat. Und jetzt muss sie natürlich ihre neuen Kräfte irgendwie entdecken und mastern sozusagen. Und dann wird auch noch ihr Dorf oder ihre Stadt von ganz komischen Vogelscheuchen angegriffen und etwas Dunkles bedroht das Dorf und sie muss dann eben mit den neuen Kräften versuchen, es zu retten. Und ich finde, es klingt so gut. Ich liebe Hexengeschichten. Ich liebe es, wenn jemand rausfindet, er hat Kräfte oder sie hat Kräfte und muss diese dann quasi ja, entwickeln und perfektionieren. Finde ich super spannend. Ich bin sehr, sehr gespannt, was dieses Buch kann. Ja, das waren schon alle E-Books. Dann habe ich natürlich noch ein paar Printbücher. Das sind jetzt nicht so viele, aber ich zeige sie euch natürlich trotzdem. Angefangen mit einem Buch, was ich bei mir im Bücherschrank gefunden habe, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte, aber ich habe richtig Bock drauf, weil ich schon länger keinen Klassiker mehr in der Hand hatte. Und zwar Thomas Mann, Der Tod in Venedig. Das ist eine Sammlung von Erzählungen, also von Kurzgeschichten von Thomas Mann, unter anderem Der Tod in Venedig. Und das Buch, was ich damals im Abi gelesen habe, nämlich Mario und der Zauberer, die sind hier beide drin. Und ja, Thomas Mann, ich mochte Mario und der Zauberer total, habe aber von ihm noch nie was anderes gelesen. Und es ist ja eine der bekanntesten Schriftsteller Deutschlands. Und deswegen bin ich natürlich total gespannt. Ich habe mich aber nicht erkundigt, worum es in den Geschichten geht. Ich weiß nur, es sind Kurzgeschichten, Erzählungen eben von einem Klassikerautor in einer ganz, ganz alten Ausgabe. Die ist, glaube ich, von, lass mich nicht lügen, 1989 ist diese Auflage. Also das ist wirklich ultra alt und irgendwie liebe ich es. Ich habe nicht so viele von diesen Büchern, von diesen so ein bisschen belebten Büchern, aber ich finde es richtig cool. Also ja, mal gucken, wann ich das lese. Ich bin ja nicht so der Kurzgeschichtenmensch, aber ich möchte es gerne werden. Und wie gesagt, ich finde da einen Klassikerautor einen ganz guten Einstieg. Ja, mal gucken, wann ich dazu greife. Im Juli wird es ja nichts. Vielleicht wird es ja eine Aufgabe für August. Mal gucken. Dann habe ich ein Buch, das ich als Mängelexemplar gefunden habe und wo ich nicht dran vorbeigehen konnte. Ja, weil es einfach zu dieser Trilogie gehört und weil es der Abschluss der Trilogie ist und ich die anderen beiden Bände auch hier habe und für das Geld musste ich es mitnehmen. Und zwar Nightmares Band 3, Die Stunde der Ungeheuer. Das ist, wie ich bereits gesagt habe, der dritte Teil der Nightmares-Reihe. Das schließt die Trilogie also ab. Ich kann euch nicht erzählen, worum es hier geht, weil das wäre ein Spoiler. Der dritte Teil setzt direkt da an, wo der zweite Teil vorbei ist, also endet. Das ist alles, was ich weiß. Es hat wieder diesen wunderschönen bunten Buchschnitt. Es leuchtet im Dunkeln, wie Band 1 und 2 auch. Ich habe ja den ersten und den zweiten Teil geliebt. Also Nightmares ist so ein Buch, ist so eine Reihe, die wirklich kreativ ist. Die ist toll geschrieben, die hat Tiefgang und es ist eine Kinderbuchtrilogie, die mich mitgenommen hat. Und das passiert wirklich selten, einfach weil ich mit Geschichten um 12-Jährige nichts anfangen kann und die meistens mich nicht reinziehen. Die packen mich nicht, die machen emotional nichts mit mir. Und bei Nightmares ist das eben anders, weil die wirklich gut geschrieben sind, die Story ist mega und die Figuren sind auch toll. Und deswegen, ich bin sehr gespannt auf den dritten Teil. Ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich das Ende vom zweiten Teil nicht ganz so mochte, wie das Ende vom ersten Teil. Aber ich werde auf jeden Fall das wahrscheinlich so im Oktober, November, so ne, in dem Dreh rum lesen und dann habe ich die Trilogie beendet und kann vielleicht ein Video dazu aufnehmen und alle drei Bände spoilerfrei natürlich vorstellen. Das ist so der Plan. Mal gucken, ob es was wird, aber ich habe mich sehr gefreut, dass ich das hier gefunden habe. Und dann habe ich ein Buch, das ich für meine Challenge bestellt hatte. Wie gesagt, ist hier oben verlinkt. Wenn ihr sehen wollt, was meine Aufgaben für Juni waren, dafür musste ich dieses Buch eben bestellen und das nächste Buch auch. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe sogar als Mängelexemplar bekommen. Und zwar Lias und der Herr der Wellen von Akram Al-Bahai. Das ist ein Kinderbuch, es ist ein Einzelband und hier geht es um Lias, der mit seinen Eltern ins Haus seiner Großtante zieht, weil diese verschwunden ist. Und das Haus ist aber etwas ganz Besonderes und tatsächlich will ich nicht mehr dazu sagen. Alles Weitere würde spoilern. Es geht um Geschichten, es geht um Magie, es geht um ja, die verschwundene Großtante und es geht eben um Lias und wie er eben in sein eigenes Abenteuer schlittert. Und ja, das habe ich eben für die Challenge gekauft und ich habe es auch gelesen. Also wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann bleibt dran. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Genau, das war eben für die Juni-Sterne-Challenge auf der Liste und ich habe es als Mängelexemplar bekommen. Und dann, das war so ein kleiner Fail, deswegen habe ich es jetzt auch noch nicht gelesen, habe ich ein Buch, das ich als Taschenbuch haben wollte, weil eine der Aufgaben war, lies ein Taschenbuch.
Dann habe ich gedacht, okay, dieses Buch will ich schon immer haben. Ich habe das erste auch als Taschenbuch. Das ist das dritte Buch in einer Trilogie, wo aber jeder Teil unabhängig voneinander ist. Also man kann die als Einzelbände lesen. Ich habe den zweiten Teil gelesen, Love and Luck, und habe dann eben für die Challenge ausgesucht, Love and Olives. Und jetzt werdet ihr denken, hä, ist das nicht ein Hardcover? Ja, ist ein Hardcover, weil das Taschenbuch vergriffen ist und die Lieferzeit mindestens 6 Wochen betragen würde oder 5 Wochen oder so. Also relativ lang. Die hatte ich aber ja nicht, weil ich ja Anfang Juni bestellt habe. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, dann hole ich mir das Hardcover für 20 Euro. Ist sowieso viel cooler, das als Hardcover zu haben, und bestelle eben Love and Luck später nochmal als Hardcover. Love and Luck ist als Hardcover aber aktuell vergriffen. Das heißt, ich habe die jetzt hier einmal als Hardcover und das zweite Buch als Taschenbuch hier stehen, was mich sehr ärgert. Und ich habe es halt auch nicht gelesen, weil es ist ja kein Taschenbuch und erfüllt damit die Aufgabe auch nicht. Hier geht es aber um, heißt sie auch Olive? Ich weiß gar nicht, ob sie so heißt. Auf jeden Fall geht es um ein Mädchen, das eine sehr schwierige Beziehung zu ihrem Vater hat. Und dann reisen die beiden zusammen nach Griechenland. Und ja, das ist dann eben der Wendepunkt, wo sie an ihrer Beziehung arbeiten. Love and Olives kann also sein, dass eine Liebesgeschichte drin ist. Im zweiten Band in Love and Luck war keine Liebesgeschichte drin. Und ich liebe den zweiten Teil so sehr, dass ich den hier unbedingt lesen muss. Wie gesagt, das sind eigentlich Einzelbände, die werden aber oft in dieser Trilogie zusammengefasst. Der erste ist Love and Gelato, den will ich auch noch lesen. Der wird bei Netflix verfilmt, Love and Luck und eben Love and Olives. Das habe ich jetzt als Hardcover. Kleiner Fail, aber so ist das manchmal. Was sollen wir machen, ne? Ja, das waren die Neuzugänge. Und dann würde ich jetzt noch eben erzählen, was ich im Monat Juni gelesen habe. Vorweggenommen, gut gelaufen ist es nicht. Ich habe relativ viele E-Books gelesen, also insgesamt habe ich 4 Bücher gelesen, wovon ich 2 abgebrochen habe. Es ist also kein Monat, der besonders gut lief, und ich kann nur hoffen, dass der Juli besser läuft. Angefangen habe ich mit Unter dem Zelt der Sterne von Jen Bennett. Dieses Buch will ich mir unbedingt noch als Printausgabe kaufen, weil das Cover so wunderschön ist, oder? Also ich finde es richtig toll. Ich finde, Jen Bennett hat im Englischen super hässliche Cover und im Deutschen bei Carlsen mega geile Cover. Und hier geht es um ein Mädchen, das immer einen Plan hat, das sich für Sterne interessiert und das eben zu diesem einen Sterncamp möchte und sich dann aber von ihrer Freundin überreden lässt, bevor sie zu diesem Sterncamp fährt, mit der auf so einen Campingtrip zu gehen, mit ihr und ein paar Freunden. Und dieser Campingtrip geht dann total schief. Das geht schon damit los, dass ihr Erzfeind, also der Nachbar, mit dem sie sich überhaupt nicht mehr versteht, die haben sich komplett zerstritten, ebenfalls auf diesem Campingtrip ist. Und ja, da entwickelt sich dann so einiges, denn in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und ja, aus dieser Situation heraus entsteht eben ein Campingtrip, ein Trip durch die Wildnis der besonderen Art. Und ja, es ist natürlich auch eine Liebesgeschichte. Und ja, das ist alles, was ich dazu sagen kann. Ich habe über dieses Buch sehr gemischte Sachen gehört. Also auf Goodreads ist es tatsächlich so, dass viele es nicht so mochten. Und ich fand es aber richtig toll, muss ich wirklich sagen. Also ich finde, das hier ist ein Jugendbuch, was man wirklich super gut im Sommer lesen kann. Das war auch die Aufgabe, es für den Sommer zu lesen. Und ich finde, es hat perfekt reingepasst. Es war sehr gut geschrieben. Also es ist zwar jugendlich geschrieben, aber ich finde es erfrischend geschrieben. Und das finde ich immer ganz cool. Die Figuren sind super. Ich mochte vor allem die Protagonistin, weil ich wirklich fand, dass ihr Zwiespalt auch mit den Problemen, die sie in der Familie hatte, wirklich gut ausgearbeitet war. Ihre Entwicklung war gut ausgearbeitet. Und was ich so mag an den Figuren, ist, dass es nicht wie bei vielen Jugendbüchern Figuren sind, die einfach nur einseitig sind und 1, 2 Eigenschaften haben, sondern Figuren, die wirklich Leidenschaften haben, die positive und negative Eigenschaften haben und die wirklich abgerundet sind. Das sind wirklich gut ausgearbeitete Figuren. Ausnahme hier sind 1, 2 Randfiguren. Es gibt ein paar Randfiguren, die eigentlich wirklich wandelnde Klischees sind. Und das ist ein bisschen schade, weil es den Rest kaputt macht. Deswegen ist es für mich auch kein 5-Sterne-Buch, weil ich anerkennen muss, dass es ein paar Figuren gibt, die wirklich leider klischeemäßig sind und das Ganze so ein bisschen runterreißen. Und das ist natürlich sehr schade, weil es das ein bisschen kaputt macht. Es gab so 1, 2 Situationen im Buch, die dadurch nicht den Tiefgang hatten und nicht so gut ankamen, wie sie vielleicht sollten, weil eben die Figuren da nicht gut genug für ausgearbeitet waren, die Randfiguren, die das betraf. Aber die Protagonistin und der Love Interest waren super. Ich mochte die Geschichte total. Und die Wildnis, in der sie sich hier aufhalten, also dieser Campingtrip und alles drumherum mit der Landschaft, kommen richtig, richtig gut rüber. Also wenn ihr was über das Thema Campen wollt, über das Thema Wildnis, Sternenbeobachtungen, Sonnenaufgänge und so, Höhlenforschung quasi, dann kann ich das hier sehr, sehr empfehlen, weil dieser Aspekt mit der beste am Buch war. Also ich fand wirklich, die Landschaft war toll beschrieben. Ich war immer vor Ort, ich habe das immer gefühlt irgendwie. Ich fand die Figuren toll, ich mochte die Liebesgeschichte total. Ich fand, was im Hintergrund abging, total interessant. Und ja, das war wirklich ein gutes Jugendbuch, was sehr unterhaltsam war, locker leicht. Also da mochte ich es dann doch sehr.
Dann habe ich ein E-Book gelesen, was so in die Thriller-Richtung geht. Oder sagen wir, ich dachte, es geht in die Thriller-Richtung, nämlich Rabbits. Auch hier muss ich sagen, dass ich das Cover überraschend mag. Es ist jetzt nicht so besonders, aber irgendwie hat es was. Und hier geht es um ein Spiel. Ich weiß nicht, ob ich euch wirklich darstellen kann, worum es geht, weil ich es selber nicht weiß. Es geht um eine Art Spiel, das so ein bisschen tödlich auch ist, das so ein bisschen merkwürdige Regeln hat und wo keiner sich wirklich sicher ist, ob das Spiel existiert und ob es gerade gespielt wird und ob die Dinge, die entdeckt werden, zu dem Spiel gehören oder nicht. Denn das Spiel besteht aus gewissen Rätseln, die man in der Realität finden muss. Und wenn man die richtig zusammensetzt, dann ist man eben Teil dieses Spiels. Oder auch nicht, weil keiner weiß, ob es das Spiel wirklich gibt. Und es geht um einen Protagonisten, der in seiner Jugendphase schon mit dem Spiel in Berührung kommt und dann eben später unbedingt rausfinden will, was es damit auf sich hat und wie er dieses Spiel spielen kann. Und dieses Buch ist wirklich überhaupt nicht mein Fall. Also ich kann euch wirklich fast nichts darüber sagen, weil alles, was ich hatte, nachdem ich das Buch abgebrochen habe, sorry, leider abgebrochen, waren Fragezeichen. Ich habe wirklich nur Fragezeichen im Kopf gehabt. Ich saß dann und mir so: Hä? Was? Hä? Also es war ganz, ganz komisch geschrieben, weil irgendwie wirklich dieses Schwammige sich durchgezogen hat. Und ich liebe es ja, wenn es um ein mysteriöses Spiel geht, um irgendwelche, ne, komischen Geschehnisse. Aber ich möchte auch, dass das Spiel klare Regeln hat und dass man eben immer weiß, wann und wie und wo man sich in diesem Spiel befindet. Und hier war das wirklich so, keiner weiß, ob es überhaupt existiert. Es ist alles total schwammig und unsicher und vielleicht auch nicht. Mochte ich überhaupt nicht. Und ich fand den Protagonisten dermaßen unsympathisch. Nicht nur, weil er einfach irgendwie nicht besonders menschenfreundlich war, sondern ich fand es einfach so unglaubwürdig, dass das, was er in der Jugend erlebt hat, ihn zu dem macht, den wir jetzt mit Anfang, Mitte 20 in dem Buch kennenlernen. Also das ist einfach so, diese Entwicklung kann ich nicht nachvollziehen, weil ich wirklich denke, okay, wie wird aus diesem Teenager und aus dem, was er gemacht hat, denn später dieser Mensch? Also Figuren fand ich überhaupt nicht gut gemacht. Er war auch der Einzige, der halbwegs irgendwelche Eigenschaften bekommen hat. Die anderen Figuren hatten nur Namen und irgendwie die Charaktereigenschaft spielt gerne Computerspiele und das war's. Und irgendwie, das hat mich gar nicht reingezogen. Ich fand es irgendwie ganz komisch geschrieben. Ich fand den Protagonisten ganz, ganz komisch ausgearbeitet. Und ich konnte wirklich gar nichts damit anfangen. Also das musste ich leider abbrechen. Ja. Und dann habe ich noch ein E-Book gelesen. Also ihr merkt schon, es waren E-Books diesen Monat. Und zwar Scythe oder Scythe. Ich weiß immer noch nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich glaube, es ist Scythe von Neil Schusterman, Band 1. Auch hier, das Cover ist mega cool. Und ich hatte auch überlegt, ob ich es mir vielleicht zulege, wenn es mir zusagt. Muss aber sagen, ich fand es gut, aber nicht überragend. Und das hier ist eine Dystopie, wo es um die Gesellschaft geht in der Zukunft, wo die Menschen nicht mehr sterben, weil eben alle Krankheiten erforscht und ausgemerzt wurden, und eben alle Todesfälle, ne, also die Menschen können alle regeneriert werden und deswegen stirbt niemand mehr. Und dafür gibt es eben dann die Scythe, die sozusagen Sensenmänner sind und Frauen, eben eine Gruppe von Menschen, die sich dem verschrieben haben, die Leute zu töten, damit eben die Überbevölkerung kein Problem wird und damit eben immer genug Leute auf der Erde sind, aber nicht zu viele. Und es geht eben hier um zwei Anwärter auf den Posten, die eben in der Ausbildung sind. Nur einer von beiden kann am Ende Scythe werden. Also ist auch so ein bisschen wettkampfmäßig. Und ja, es geht eben dann so ein bisschen darum, wie die diese Ausbildung machen und ob und wer es am Ende wird. Und ich fand wirklich cool, dass es ein Buch ist, was kreativ war. Also ich mochte die Grundidee und ich fand, dass viele, viele Ideen, die in dem Buch mit drin waren, wirklich gut waren. Also es ist ein Buch, was sehr, sehr viel mit Tod zu tun hat. Ständig werden Leute umgebracht, ständig wird über Tod gesprochen und philosophiert auch viel. Also ich fand, es war philosophischer, als ich gedacht hätte für eine Dystopie. Gar nicht so überdystopisch, wie ich dachte. Sehr todlastig, aber durchaus interessant. Sehr düster natürlich durch das ganze Thema. Aber sehr, sehr interessante Grundgedanken, sehr interessante Diskussionen zwischen den Figuren zwischendurch. Das Problem, was ich nur hatte, waren die Figuren selber, weil ich überhaupt keinen Zugang zu den beiden Protagonisten bekommen habe. Gar nicht. Und dann eine Liebesgeschichte reingedrückt wurde, die ich so dermaßen unglaubwürdig fand, dass ich gar nicht durchgestiegen bin. Also ich weiß nicht, warum man hier mit einer Liebesgeschichte gearbeitet hat. Der Rest hätte es auch getan. Der Plot ist super interessant und richtig cool. Und es gab zwei Plot-Twists, die ich richtig, richtig toll fand. Also wirklich cool, überraschend, frisch, neu. Das ist keine Dystopie, die man super einfach mit anderen vergleichen kann. Heißt aber nicht, dass sie keine dystopischen Elemente hat. Natürlich gibt es die, ne, Gesellschaft, böse, gut, Frage danach und Elite so ein bisschen auch. Aber war wirklich spannend. Ich habe es gerne gelesen. Ich fand es gut geschrieben. Die Grunddiskussionen waren toll. Das Problem waren wirklich die Figuren, weil ich keinen Zugang zu den Figuren hatte. Die Liebesgeschichte unnötig war. Und das muss ich auch sagen,
das Ende komplett für mich abgeschlossen ist. Also der erste Band, es gibt ja drei, es ist eine Trilogie, es war auch immer klar, dass es eine Trilogie ist, aber der erste Band ist so in sich abgeschlossen, dass ich keine Ahnung habe, wofür ich Band 2 und 3 lesen soll. Weil alles, was im ersten Band ein Plot ist, ist am Ende des ersten Bandes geklärt, komplett. Es ist ein gutes Buch, gute Dystopie, kann ich sehr empfehlen. Es ist aber nicht die stärkste Dystopie ever. Ich bin dem Hype nicht ganz so verfallen. Und ich lese auch nicht weiter, weil ich einfach von der Story und den Figuren nicht einsehe, wozu ich da einen zweiten Teil lesen soll. Genau, das war eben dann Scythe von Neil Schusterman. Und dann habe ich eben zu guter Letzt noch ein Buch gelesen. Leider abgebrochen. Und zwar Lias und der Herr der Wellen von Akram El-Bahai. Hier geht es eben um Lias, der eben in das Haus seiner Großtante zieht mit seinen Eltern und dann eben feststellt, irgendwas ist seltsam an diesem Haus und dann eben in ein Abenteuer gezogen wird. Und ich habe es wirklich versucht. Ich habe 150 Seiten gelesen in diesem Buch, bis ich mich endlich dazu gebracht habe, es abzubrechen, weil ich gedacht habe, nee, das kann ich einfach nicht. Es ist ein Buch, was gut geschrieben ist, aber sehr, sehr kindlich. Akram El-Bahai hat ja immer Kinderbücher, wo die so 12 Jahre alt sind. Anouks Spiel mochte ich, aber auch da hatte ich schon das Problem, dass es ein bisschen kindlich war und mich nicht ganz so reingezogen hat. Und das hier war mir viel zu kindlich. Also das ist wirklich was für 12-Jährige, vielleicht auch noch für 15-Jährige. Aber ich habe mich wirklich alt gefühlt beim Lesen, weil ich wirklich dachte, nee, das ist einfach nicht meine Altersgruppe. Das ist einfach nicht mein Genre, dieses Kinderbuch-Genre. Wie ich ja vorhin gesagt habe, ne, es gibt Ausnahmen wie Nightmares, wo es mich reinzieht und wo es mich emotional packt. Und das war hier nicht so. Die Figuren waren mir relativ egal, der Schreibstil war gut, aber viel zu kindlich. Das Einzige, was ich wirklich hervorheben kann, ist, dass Akram El-Bahais Grundideen und Settings und Plots fantastisch sind. Also auch hier die Settings, in denen das Ganze spielt, der Grundplot, richtig cool, hat mich aber überhaupt nicht reingezogen. Ich wollte nicht weiterlesen, ich habe kein Interesse dran gehabt, die Figuren waren mir egal, weil es einfach Kinderbücher meistens nicht bei mir machen. Kinderbücher ziehen mich nicht rein, es interessiert mich nicht besonders und ich habe dann wirklich gemerkt, okay, es ist jetzt nur noch eine Qual, ich will es nicht abbrechen, weil ich die Grundidee so cool finde und den Grundplot, aber wenn es mich nicht interessiert, mich nicht reinzieht, emotional eher gelangweilt zurücklässt, wozu soll ich mich dann durchquälen? Deswegen habe ich es beendet. Falls ihr Kinderbücher mögt, was zum Vorlesen sucht etc., kann ich das sehr empfehlen, weil wie gesagt, die Grundidee ist super, für mich hat es aber überhaupt nichts getan, leider, leider. Ja, das war es schon von mir an dieser Stelle. Das waren alle Bücher, die ich bekommen und gelesen habe im Juni. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, kennt ihr von den Büchern welche? Was habt ihr für Bücher im Juni gelesen? Und ja, wenn ihr die Bücher kennt oder wenn ihr sie noch nicht kennt, wandern sie auf eure Wunschliste oder mochtet ihr sie genauso viel oder wenig wie ich? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!